Candy angekommen, finden wir ein riesiges Zimmer mit Blick auf die Stadt und auf Affen vor. Candy, das seit Ende des 15. Jahrhunderts von Königen des Singhalesischen Reiches zur Hauptstadt ausgebaut wurde, bedeutet Königreich der Berge. Es liegt eingebettet in einer von Dschungel bedeckten Hügellandschaft. Der Stolz der Stadt ist der Tempel des Heiligen Zahns, der sich im Besitz eines Zahns von Buddha befinden soll. Er liegt inmitten der Stadt an einem idyllischen See und ist einer der wichtigsten buddhistischen Klöster im Süden des Landes. Die Candy Varahara ist ein bedeutendes religiöses, buddhistisches und hinduistisches Fest. Die Festperiode der Candy Varahara beginnt jeweils mit dem Neumond des Monats Esala im Juli, August und endet mit einer großen Prozession in der Vollmondnacht. Sie vereinigt Tausende von Prozessionsteilnehmern wie Musiker, Tänzer, Peitschenknaller, Akrobaten, Fackelträger und Würdenträger sowie über 100 mit kostbaren Umhängen und Dekorationen geschmückten Elefanten zu einem prunkvollen und farbenprächtigen Umzug. Thank you.